So. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk Phantom Liberty. Okay, dann setzen wir uns mal gemütlich. Diese Tech. Davon habe ich gehört. In der Arasaka-Spionageabwehr. Wir dachten, das war niemals ein Prototyp. Ein Irrtum, wie du siehst. Plappermaul. Okay, die Betäubung ist unterwegs. Wie viele Finger halte ich hoch? Hey, wie schön, dich zu sehen. Du willst irgendwas von mir? Ja, reden. Hab sonst gerade niemanden. Nur dich. Also, wie fühlt es sich an, ein Verräter zu sein? Komm schon. Du weißt, was für eine verfickte Drecksituation das ist. Hab mir das nicht ausgesucht. Wenigstens merkst du das noch. Friss den noch nicht ganz aus der Hand. Hey, du hast eine Knarre in der Hand. Setz sie wie man den Schädel. Drück ab! Der Meisterspion und die Agentin auf Abwägen. Tragödie, Komödie, beides? Meinst du, einer von den beiden verarscht mich? Nein, die sagen beide die Wahrheit. Ich meine, die Details kennen wir vielleicht nicht, aber ihre Ziele sind offensichtlich. Überleben, das ist ihr Nonplusultra. Außerdem ist sie eine tickende Zeitbombe. Eine von der Sorte, die ständig Fehler macht, ohne zu ahnen, welcher sie zündet. Und Reed? Wir sind uns zu ähnlich. Wenn ich nicht aus der Armee weg wäre, wäre ich auch ein Reed geworden. Leben und sterben für unsere Prinzipien. Das ist die Tragödie, wie. Alle guten Absichten verlangen ihre Opfer. Vergiss das bloß nicht, wenn du vor der verfickten, überwucherten Neuralmatrix stehst. Reed oder Songbird? Was würdest du an meiner Stelle tun, Johnny? Ich bin an deiner Stelle, bei jeder deiner dämlichen Entscheidung. Ich muss mir deinen ganzen Müll mit ansehen. Aber ganz ehrlich, wie, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Keinen blassen Schimmer. Fertig. Das Verwandlungsimplantat ist online. Jetzt brauchst du nur noch ein Verhaltensmodell. Und tu mir einen Gefallen. Sag mir nicht, wofür du das brauchst. Ich komme vorbei, wenn ich noch was brauche. Sicher. Wenn hier noch offen ist. Versuch's doch. So, ja, theoretisch wäre das fertig. Genau. Kein Content. Schade. Okay.
Ich glaube, dann mache ich das auch gerade mal schnell. Jetzt haben wir zwar ein anderes Gesicht, das fällt bestimmt auch nicht auf, aber hey. Sogar hier um die Ecke sehe ich gerade. Praktisch. Stimmt, da hinten war das. Na? So. Ja, wir schaffen das schon. Ah, hier kommen wir aber hoch. Praktisch. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das wird mit dem Film. Dass alles so klappt. Ich denke ja nicht, dass sie dran gedacht haben, jetzt bei jeder Zwischenmission das einzuplanen. Dass man jetzt hier das andere Gesicht hat. Das ist mein Gesicht. Du hast selbst meine Schuhe nachgemacht. Schäm dich, du Bitch. Damit kommst du nicht davon. Der Look ist urheberrechtlich geschützt, okay? Dafür wirst du fett bezahlen. Dein Look, Fettsack? Deine? Das, Schuhe, Brille. Ich trage nur Spezialanfertigungen. Lina Malina ist eine Marke, du neidische billige Imitatorin. Dieser Scheiß ist so abgedreht. Wie soll ich überhaupt reagieren? Okay, Leute. Regisseur am Set. Irgendjemand muss ja das Sagen haben. Wie schön, dass du wieder da bist. Hier hast du den Text. Lies ihn einfach laut vor. Okay. Hab ihn. Liebe Lina, ich bin dein Fan der ersten Stunde, seit du diese irren Amateur-BDs mit diesen Bikern aus den Badlands gedreht hast. Ich mache eine schwere Zeit durch. Das Leben hat mir den Arsch versohlt. Eine Auszeit bekomme ich nur, wenn ich du sein kann. Danke für den Content. Ich weiß, dass du Leib und Seele in diese BDs steckst. Dein allergrößter Fan, Edgar Tull. Wow! Du siehst aus wie Lina Malina. Ich bin Lina Malina. Ey, ich weiß, das Leben ist hart und man will dem irgendwie entkommen und manchmal jemand anders sein. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man akzeptieren muss, wer man wirklich ist. Werde ich hier verarscht? Formelhafte, konventionelle Narrative sind out. Das ist Kunst. Eine Erkundung der Irrwege der menschlichen Seele. Was für elende Amateure. Ich bin raus. Check, verkauft ihr keine BDs mehr. Danke für alles. Bezahlung regeln wir gleich. Was zur Hölle habe ich da an? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber... Willkommen zurück! Dann kriegst du echt was geregelt. Was soll das heißen? Erzähl ich dir später, okay? Wow, danke. Die Kunden müssen das nicht alles mithören. Okay. Ja, haben wir das noch schnell erledigt. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr gehofft. Erhofft. Naja. Dann halt nicht. Okay. Rufen wir mal kurz an. Hey, die OP ist durch. Wie? Hoffe, dir geht's gut nach Faridas Prozedur. Wir müssen jetzt die Netrunner abfangen und ersetzen. Gibt nur ein Problem. Unser Zugang zu Charon Exotics wurde gekappt. Die haben uns wohl entdeckt. Was? Echt? Also haben wir sie verloren?
Nicht ganz. Sie waren zuletzt im Stadtzentrum und fahren jetzt hierher. Such dir einen Aussichtspunkt beim Eingang nach Dogtown. Dann kannst du die Runner tracken, wenn sie zum Treffen fahren. Okay, wir können mit dir jetzt aber nicht mehr großartig interagieren. Ah, das ist klar. Das verheilt ja alles wieder. Superheldenlandung. Passt. So. Eingang von Dogtown. Wie? Bist du an der Grenze von Dogtown? Such dir einen guten Aussichtspunkt. Und gib uns Bescheid, wenn sie reinfahren. Okay. Da hoch. In Ordnung. Dann dahin, dankeschön. Ah ja. Gut. Achtung, hier spricht Kurt Hansen. Gute Nachricht, Doktor. Eine gewisse Präsidentin ist sicher in Washington angekommen. Okay, melde dich bei mir, sobald du Sichtkontakt hast. Scanne die Fahrzeuge in der Nähe. Eins davon muss es sein. Die schamlose Provokation der NUSA hat Erfolg. Keine Spur von ihrem Auto. Wenn es sich jemals wirklich nach Dogtown verschlägt, empfangen wir dich mit offenen... Da ist ein Konvoi. Hansens Leute. Aber ich bezweifle, dass die Runner eine Eskorte bekommen. Ich halte weiter Ausschau. Genau, wir haben noch einen Levelaufstieg gehabt. So. Ich glaube, als nächstes gehe ich mal auf Reflexe. Wie gesagt, das waren ja alles Nahkampfsachen. Ja, geben wir mir Adrenalin. Okay, ich wollte nur gerade gucken, ob du dich eventuell im Inventar verändert hast. Mit dem Gesicht. Scheinbar nicht. Wahrscheinlich extra Unterstützung fürs Stadion. Weiter geht's. Nichts bisher. Ich denke, es wird auch was Ausgefallenes sein, ne? Spur von ihrem Auto. Hier blockiert ein verschrotteter Cortes die Straße. Gibt einen Stau. Stinknormales Auto. Das sind sie garantiert nicht. Dann warten wir weiter. Da fährt noch was. Na gut, den hatten wir. Zwei Motorradfahrer. Die werden nicht spontan von vier auf zwei Räder umgestiegen sein. Das ist nicht ihr Stil. Such weiter. Oh ja. Da könnte was sein. Da sind sie. Keine Frage. Ich kann beide Runner sehen. Hast du das Signal? Ja, die werden
sonst nicht mehr entkommen. Gute Arbeit. Sehr schön. Ist noch zu früh für das Treffen. Die halten irgendwo an, um Zeit totzuschlagen. Okay. Sie stehen und sind aus dem Auto raus. Sie gehen zu einem Club. Wie? Du kannst jetzt zum Auto. Die Luft ist rein. Sehr schön. So, dann gab es noch eine Nachricht. Noch eine dringende Lieferung. Ja, ich habe aber noch andere Aufträge. So, ach, warte mal. Ja. Stimmt. Bescheid geben, dass der Auftrag fertig ist. So, genau, haben wir doch gut gemacht. Vielen Dank für das Lob. Dann holen wir uns mal den Wagen. Sollte ja schon passen, denke ich. Was haben wir denn hier? Okay. Jupp. Ja, vielen Dank. Stimmt, das war ja der Arzt, den wir vor etlichen Folgen mal gerettet haben. Na dann, vergnügt euch mal im Club. Ich schnapp mir mal die Karre. Bist du in Position? Da wären wir. Scheiße. Geiler Wagen. Nicht gaffen, sondern handeln. Läuft wie geschmiert. Okay, dann hier einmal in den Kofferraum bitte. Über die Autokameras. Gut, letzte Chance. Guck nach, ob alles vorbereitet ist. Okay, mal schauen. Könnte man optimieren, ja. Sollte passen, aber warte kurz. Warum? Was machst du? Das Eis ist echt mittelprächtig. Ich motze es kurz auf. Okay, aber keine unnötigen Risiken. Naja. So, was haben wir denn? Ein C55 BD. Und die andere 55 noch mitnehmen, auf jeden Fall. So, kriegen wir noch einen E9 hin? Leider nicht. Und fertig. Nicht schlecht. Jetzt warten wir. Unsere VIPs sind wieder da. Steigen gleich ein. Mach dich bereit. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me reloquer au saphir. Ok. Oh, à moi, que ce soit cette putain de gueule de bois. Ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Oui. Übernimm die Kontrolle.
jetzt das Auto. La voiture. Quelqu'un a pris le contrôle. Emmerich, sonne l'alarme. On a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez. J'essaie de reprendre le contrôle. Ja, alles klar. Dann halte ich dir mal bitte die Klappe. Spielst du mir wieder abspielen? Nee. Da wollen wir ziemlich einen Ruckler. Okay. Wie im Gericht? Was ist los? Die wehren sich. Und die zwei sind gut. Oh, dann haben wir es wieder. Dankeschön. Gut, dass euch niemand interessiert, dass der Alarm hier losgeht. Erwartet, dass wir sie fesseln, ihnen Socken in den Mund stecken und warten, bis sie sich befreien und um Hilfe rufen? Das ist kein Spiel wie. Es ist ganz einfach. Die oder wir. Ich bin für ein Wir. Alex, du wusstest davon. Von dieser Hinrichtung. Natürlich wusste ich das. Ganz nach Handbuch. Ist nicht meine erste Mission wie. Solche Entscheidungen gehören zum Job. Verstehe. Schwere Entscheidungen für eine gute Sache. Eine gute Sache, das kleinere Übel, ist alles dasselbe. Was auch immer dich tröstet, damit du das Richtige tust. Unsere Verkleidungen sind einsatzbereit, aber wir brauchen noch die Zugangscodes von den beiden. Aurore sollte sie haben. Gut, schauen wir mal. Einmal anziehen. Bist du sicher, dass sie die Codes hat? Ja, ihr Bruder hebt seine Erinnerungen auf externen Datenbanken auf. Und da wurden ihm schon mal welche gestohlen. Das wäre zu unsicher für die Codes. Boah, das ist so abgefuckt. Tust du gerade echt so, als hättest du noch nie eine Leiche ausgeraubt? Okay, Codes übertragen. Na dann, auf geht's. Ich fahre. Wie? Verhaltensmodell, jetzt! Ist das an? Scheiße, meine Stimme. Geil. Moment, bin ich das? Was zum Teufel? Nova, oder? Probier's mal aus. Stell dich vor. Es wird nicht reichen, Stimme und Gesicht zu verändern. Die Biochemie wird angepasst und dadurch das Verhalten. Menschen sind kaum mehr als chemische Reaktionen in ihrem Hirn.
Genau. Es ist ein neuer Hormoncocktail. Okay. Los geht's. Emmerik Cassel. Das war's? Das war's. Klang zumindest wie er. Das kann sich anfangs etwas verstörend anfühlen. Aber man gewöhnt sich dran. Nimm dir einen Moment Zeit, dann fahren wir los. Hansen wartet. Alex, mir wird was klar. Das ist unsere letzte Mission zusammen. Ich habe unsere Abmachung nicht vergessen. Myers hat zugestimmt. Eine diplomatische Mission. Unbefristet. Danke dir, Reed. Bereit, Aurore? Aber sowas von. Diese Tech passt super zu dir. Du klingst genau wie er. Etwa nervös vor der Mission? Ein bisschen. Aber? Ich höre da ein Aber. Es ist nur, ich habe das alles sehr vermisst. Okay, dann mal los. Zum Stadion. Wir sehen uns dort. Okay, sehr schön. Dann fahren wir mal. Also hör zu, nochmal zur Erinnerung. Denk dran, dein Name ist Emmerik Cassel. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Wenn du wer anders sein willst, stellst du dir 3 Fragen. Wovor hat er Angst? Was will er? Was ist sein größtes Geheimnis? Verstanden? Okay. Antworte mir nicht, aber behalte das einfach im Kopf und sei er. Sag mal, Emmerik, was hältst du von Hansen? Er ist ein Nebenprodukt, sonst nichts. Eine Kriegsmaschine aus 1000 Schlachten. Oh, immer so philosophisch. Doch ein Mann wie Hansen würde keine Millionen verdienen, wenn er leicht zu durchschauen wäre. Zahlreiche Ebenen verschmelzen in seinem Ich. Nova, das war echt gut. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt einen weiblichen Wie gespielt hätten, wäre dann Reed mitgekommen und wir hätten halt die Frau übernommen. Oder uns als Frau, die Frau ausgegeben. Okay, macht das auf jeden Fall Sinn. Na gut, dann ab zum Stadion. Wir sind da, die Wolfshöhle. In Position, bereit für die nächste Phase. Bis bald. Okay. Geiler Mann. Gemietet, Alter. Könnte dir auch eine Woche lang gehören für eine Kostprobe. Stellst du dir auch einen Synthstack und leckst einmal dran? Ich glaube nicht an Kostproben. Ja, stimmt. Na gut, vielleicht kriegen wir auch mal noch irgendwann so einen. Achso, nee, wir sollen da hinten sogar. Sorry. Ich dachte, wir können hier schon parken. Anhalten! Wir müssen den Wagen inspizieren. Alles in Ordnung. Weiterfahren. Okay, dann parken wir halt hier. So eine Eurofotzen treffen sich mit Kurt. Los, pack den Wagen. So, packen wir mal rückwärts ein, falls wir nochmal schnell weg müssen später. Bevor wir reingehen, denk dran. Er will etwas von uns, nicht andersrum. Wir wollen ihm die Zugangscodes vom Cineshore Mainframe verkaufen. Bleib bei den Fakten, wer du bist und wer nicht. So. Dann können wir uns
Hansen wartet auf uns. Okay. Klarer Blick, scharfer Verstand, Aurore. In Ordnung. Ja, dann schauen wir in der nächsten Folge mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.